möchte Ergotherapeutin werden, weil der Beruf so vielseitig ist. Es gibt viele Einsatzmöglichkeiten, viele Weiterbildungen und einfach der Bezug zum Menschen mir schon immer liegt. Am besten gefällt mir bisher der motorisch-funktionale Bereich, weil man hier die Fortschritte des Patienten am besten sieht. Nach der Ausbildung sehe ich mich erst einmal ein paar Jahre Berufserfahrung sammeln und danach, wenn sich die Möglichkeit ergibt, eine eigene Praxis eröffnen.